Hallihallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von Gartenhaus on Tour. Ich bin Lisa und auch dieses Jahr reise ich wieder quer durch Deutschland, um die schönsten Gartenhausprojekte für euch zu suchen. Ich stehe hier in dem Fünfeck-Gartenhaus Liva, welches zu einem Poolhaus umgebaut wurde. Und dieses Gartenhaus wird im Sommer am liebsten benutzt für schöne Grillabende, um zu entspannen, um in den Pool zu springen oder auch einfach den Tag ausklingen zu lassen. Damit man hier auch schöne Poolpartys feiern kann, wurde hier eine kleine Pantry-Küche eingebaut mit einem Kühlschrank, Wasserhahn, Musikanlage und dieser Bar, damit man auch ordentliche Cocktails mixen kann. Dieses Gartenhaus hat ein Walmdach, wodurch es richtig schön luftig wirkt. Und auch hier haben wir große Echtglasfenster, damit man direkten Blick auf diesen schönen Pool hat. Was gefällt dir denn an eurem Gartenhaus am besten? Tatsächlich, dass du draußen so wunderbar entweder sitzen kannst oder du räumst mal eben die paar Möbel zur Seite, tust deine Liege dahin oder letztes Jahr, als das Wetter ja auch Bombe war, habe ich ganz oft morgens hier meinen Morgensport gemacht. Das ist auch schön. Bisschen unter Schatten natürlich, ne? Genau. Das ist eine schöne Idee. Super Blick, irgendwie ein bisschen geschützt, ohne dass dir jeder hinguckt, was du machst. Das fand ich auch echt mega, ja. Und eben die Yogamatte liegt auch nebenan im Abstellräumchen. Kurze Wege. Perfekt, siehst du, was man da alles unterkriegt. Wie hat sich das denn angefühlt, als das alles fix und fertig war? Habt ihr eine kleine Poolparty geschmissen oder eine Einweihungsparty? Ja. Auf jeden Fall haben wir das gemacht. Wie gesagt, dann kam ja auch dieser Monstergrill. das war einfach toll. Und auch die ersten Geburtstagspartys und so weiter wurden hier geschmissen. Und deshalb hat sich das auch bewährt hier mit der kleinen Pantry. Also nochmal einen zusätzlichen Kühlschrank und so weiter, dass du wirklich alles dann hier auch hast. Wie waren denn die Reaktionen von Freunden und Bekannten? Wow. Wow, ist das groß. Ja, wow, ist das groß. Yeah. Mhm. Das hört man doch gerne, ne? Ja, genau. Dabei, es wirkt nicht überladen, also es wirkt jetzt nicht riesig von außen und trotzdem ist es schön luftig und bietet Raum. Ja, ne? Yeah. Yeah. Also ich finde auch, es ist auch dadurch, dass es Platz hat, aber auch an den Pool angebunden ist. Dadurch ist die Größe überhaupt nicht so groß. Mhm. Überhaupt nicht, ja. Habt ihr denn oder hast du denn Tipps für zukünftige Gartenhausbesitzer, worauf sie achten sollten bei der Auswahl ihres Gartenhauses? Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man wirklich gerade wenn das Haus etwas größer wird, dass man ein stabileres Holz nimmt. Also ich bin wirklich sehr froh, dass wir uns für die stärkere Variante entschieden haben. Das braucht es auch. Das braucht die Stabilität. Ja. Das Zweite war, dass ich glaube ich nicht mehr selber streichen würde, außer ich kann es unheimlich gut oder ich bin sehr schnell oder ich meine, andererseits schafft man dadurch auch eine schöne persönliche Verbindung, weil man wirklich Stunden investiert hat, hier das aufzubauen und schön zu machen und so weiter. Ja. Was ich noch gut finde, ist, dass Gartenhaus so viele verschiedene Möglichkeiten anbietet. Mhm. Und ich glaube, dass man da wirklich für den Platz, den man auch hat, egal ob der jetzt klein, mittel oder groß ist, ja, ganz gut was Passendes finden kann. Vielleicht hast du ja Tipps, wie du rangegangen bist, als du dir dein Modell ausgesucht hast und was so Gedankengänge waren, die vielleicht wichtig sind zu beachten, wo du im Nachhinein gemerkt hast, gut, dass ich da gescheit drüber nachgedacht habe. Also ich denke, was sehr gut war, war sich zu überlegen, wie viel brauche ich innen, wie viel brauche ich außen. Das Zweite war, brauche ich es
quasi einteilig, zweiteilig oder dreiteilig. Mhm. Das war für mich wichtig, diese Dreiteiligkeit zu haben, dass ich auch noch ein bisschen Stauraum habe direkt am Haus. Und ansonsten, wie gesagt, es bietet sich an, die Sommernutzung. Und im Sommer ist es einfach toll, wenn der Außenbereich entsprechend auch schön gestaltet ist und groß ist, dass man alleine sitzen kann, aber auch mal mit ein paar mehr Leuten. Ja, das ist euch ja auch wirklich gelungen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns das Häuschen zeigst. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer an. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Das war schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben. Schreibt uns auch gerne was in die Kommentare und checkt die Homepage von Gartenhaus ab für noch mehr Inspiration. Ich sag danke und gehe jetzt noch eine schöne Runde schwimmen.